Nachdem der Spiegel viele der erhobenen Vorwürfe in seinem Artikel vom 10.06. streichen musste, wurde heute ein weiterer Artikel publiziert. In diesem meldet sich eine heute 28-Jährige zu Wort, die behauptet, als angeblich 15-Jährige ein einvernehmliches Verhältnis mit Till Lindemann gehabt zu haben. Die Frau wohnt heute in Berlin und möchte anonym bleiben. Ihre Beweggründe, ihre Geschichte jetzt zu erzählen, leitet sie aus der vorangegangenen Berichterstattung ab. Nach eigenen Angaben war sie die beste Freundin der Tochter eines Bandmitglieds und traf Till Lindemann 2010 bei einem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Als damals 15-Jährige hätte sie Till Lindemann dort das erste Mal geküsst. Ein knappes Jahr später hätte sich dann daraus ein einvernehmliches, mehrmonatiges Verhältnis entwickelt. Heute sagt sie, dass ihr klar sei, dass ihr damals geschadet worden sei und spricht auf die Machtverhältnisse an. Dies sei ihr klar geworden, als sie sah, wie sich die Rammstein-Bandmitglieder auf der Bühne umarmten und Solidarität untereinander bekundeten. Gleichzeitig räumt der Spiegel ein, dass Sex mit Jugendlichen ab 14 Jahren per se nicht strafbar sei. Weshalb bringt der Spiegel also dann einen Artikel über eine angeblich noch 15-Jährige, die über Jahre hinweg, das letzte Mal 2019, einvernehmlichen Sex mit Till Lindemann hatte? Bezeichnenderweise werden ihm keine strafbaren Handlungen vorgeworfen, sondern Machtmissbrauch. Wie bei jedem dieser Artikel, die seit Anfang Juni erschienen, stellt sich mir die Frage, welche Teile wurden nicht abgedruckt, welche Teile entsprechen der Wahrheit und welche Teile wurden aus dem Kontext genommen. Diese Fragen werden sicherlich von den Anwälten von Till Lindemann, wie alle anderen zuvor, abschließend vom Landgericht in Hamburg geklärt werden. Bis es soweit ist, werden wir wahrscheinlich keine weiteren Informationen zum Sachverhalt erhalten. Also gilt auch hier erst einmal abwarten, was von der Geschichte am Ende übrig bleibt. Unterdessen bahnt sich ein neuer Skandal an, der dieses Mal die Popszene trifft. Die Popsängerin Lizzo wurde von drei ihrer Tänzerinnen verklagt. Die Vorwürfe umfassen unter anderem Rassismus, Diskriminierung und Nötigung. Wie auch im Fall Till Lindemann gilt hier selbstverständlich die Unschuldsvermutung bis zur abschließenden Klärung durch die Gerichte. Dem Artikel ist zu entnehmen, dass es sich hierbei um eine Zivilklage und keine Strafsache handelt. Außerdem fiel mir auf, dass das Wort Machtmissbrauch in diesem Artikel nicht vorkommt. Wie dem auch sei, es ist nicht davon auszugehen, dass dieser Fall die gleiche mediale Aufmerksamkeit erhalten wird wie Rammstein. Weitere Meldungen betreffen Statements von Alice Cooper zum Fall Till Lindemann, der derzeit mit Johnny Depp und den Hollywood Vampires auf Tour ist. Interessanterweise sagt er, dass er mit 75 aus dem Groupie-Alter raus ist und die weiblichen Fans es sowieso auf den 60-jährigen Johnny Depp abgesehen hätten. Es wird nicht weiter darauf eingegangen, dass er die Meinung vertritt, den Medien keinen Glauben zu schenken, da er selbst die Erfahrung von falschen Anschuldigungen mehrfach gemacht hat. Einen Satz haben sie aber aufgegriffen, weil er wunderbar ins Narrativ passt. Abschließend noch eine Meldung zur Ex-Freundin von Till Lindemann, Sophia Tomala. Die RTL-Moderatorin hatte sich bereits im Mai dazu geäußert und kommentierte die Vorwürfe von Shelby Lynn als frei erfunden. Auch sie trifft nun die Cancel-Culture-Keule, indem Fans fordern, dass sie bei RTL entlassen wird. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und sage bis zum nächsten Update. Danke fürs Zuschauen und bis bald.